Bis vor wenigen Monaten herrschte noch eitel Sonnenschein. Solartechnik als Zukunftsbranche mit tausenden Arbeitsplätzen für Mitteldeutschland. Inzwischen sieht es mehr nach wolkig bis trübe aus. Ausgerechnet der größte Hersteller der Region, Q-Cells, will massiv Arbeitsplätze nach Fernost verlagern. Die Produktion bei uns lohne sich nicht mehr. Und bei diesem Argument geht es natürlich um ihn hier und seine Kollegen. Die Arbeiter von Q-Cells, rund 1640 Euro brutto verdient so ein Operator, wenn er in Sachsen-Anhalt am Band steht. Und das ist schon wahrlich nicht viel. Doch da, wo sein Job jetzt hinwandert, geht es eben noch billiger. Ein Industrieareal, 30 Kilometer südlich von Kuala Lumpur. Bei Q-Cells beginnt gleich die Frühschicht. Busse bringen die Arbeiter zum Werk. Es sollen meist indonesische Frauen sein, die jetzt schon anderthalb Stunden Busfahrt hinter und 12 Stunden Schichtarbeit vor sich haben. Und die hier angeblich zu Bedingungen arbeiten sollen, die auch für hiesige Verhältnisse inakzeptabel sind. Kuala Lumpur, die Hauptstadt. Malaysia hat in den vergangenen Jahren vor allem Elektronikhersteller angezogen und gleichzeitig Billigarbeiter aus den umliegenden Entwicklungsländern. Jeder Dritte, der hier arbeitet, kommt aus Bangladesch, Pakistan oder eben aus Indonesien. Vor 2,5 Jahren hat Q-Cells aus Sachsen-Anhalt hier die Produktion aufgenommen. Wie wir erfahren haben, auch mit ausländischen Billigarbeitern, die über Leihfirmen beschäftigt sind. Im Werk dürfen wir nicht drehen, das hat Q-Cells abgelehnt. Wenn es um ausländische Billigarbeiter geht, ist Irene Fernandez so etwas wie Malaysias schlechtes Gewissen. Für ihr Engagement wurde sie mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Meist, so sagt sie, seien es Frauen, die den Verleihern, den sogenannten Agents, komplett ausgeliefert seien. Die Arbeiter müssen im gesamten Anwerbeverfahren bezahlen, etwa dafür, überhaupt nach Malaysia gebracht zu werden. Und das ziehen ihnen die Agents jeden Monat vom Lohn ab. Das bringt sie in eine finanzielle Abhängigkeit und macht es ihnen unmöglich, den Arbeitsplatz zu verlassen, auch wenn sie da ausgebeutet und sonst missbraucht werden sollten. Wir wollen mit den Arbeiterinnen sprechen, warten am Abend wieder am Q-Cells Werk. Doch die jungen Frauen haben zu große Angst, mit uns vor der Kamera zu reden. Immerhin bestätigen sie, sie arbeiten zwar in den Hallen von Q-Cells, sind aber über einen Agent angestellt, einen Arbeitsverleiher. Wir folgen einem der Busse. Landen nach anderthalb Stunden in einem der typischen Außenbezirke Kuala Lumpurs. Wo genau, sollen wir aus Sicherheitsgründen nicht zeigen. Denn hier finden sich doch drei Mädchen, die bereit sind, mit mir und unserer Übersetzerin zu reden. Unerkannt. Rund 500 Ringgit, etwa 125 Euro, seien der monatliche Grundlohn, erzählen uns die drei. Nennen wir sie Mawa, Melati und Sukma. Alle drei aus Indonesien, alle Anfang 20, alle arbeiten in der Zellenproduktion. Zwar gäbe es Zuschläge, aber die müssen gleich wieder abgegeben werden, zum Beispiel für die Unterkunft. Und die sieht so aus, heimlich gefilmt mit dem Handy. Bis zu 10 Frauen müssten hier zurechtkommen, erzählen sie uns. Nicht nur dafür werde den Arbeitern aus der Q-Cells-Produktion von ihrem Arbeitsverleiher Geld abgezogen. Auch Fehl- und Krankheitstage kosteten. Besonders drastisch, der Agent nehme ihnen nicht nur den Arbeitsvertrag, sondern auch den Pass weg. Was bedeutet, werden sie gefeuert, können sie auch sofort abgeschoben werden. Die Vermittlung nach Malaysia habe umgerechnet knapp 900 Euro gekostet, abzuzahlen über ein ganzes Jahr. Am Ende, so rechnet uns Mawa aus, bleiben rund 500 Ringgit. Wie gesagt, rund 125 Euro. Für mich ist das eine absolut unanständige Bezahlung. Nach unserem Standpunkt sollte eine Arbeiterin hier in Malaysia in einem städtischen Umfeld mindestens 1500 Ringgit verdienen. 1500 Ringgit. Das wären rund 375 Euro. Wie gesagt, Mawa, Melati und Sukma haben nur ein Drittel davon, leisten sich nur das Nötigste. Eine warme Mahlzeit darf maximal umgerechnet 1 Euro kosten, so viel wie das einfachste Nudelgericht in so einer Suppenküche. Eine Telefonkarte für 2,50 Euro, um wenigstens ab und zu daheim anrufen zu können, der pure Luxus. Dumpinglöhne. Einbehaltene Pässe, die Zustände in den Unterkünften, alles Dinge, die nicht nur nach Standards internationaler Organisationen indiskutabel sind. Q-Cells selbst gibt sich als besonders fairer Arbeitgeber, wurde schon mehrfach ausgezeichnet. In der Eigendarstellung liest sich das so.
Wir fühlen uns den Prinzipien der Nachhaltigkeit und Fairness verpflichtet. Wir nehmen sowohl unsere Umwelt als auch die Motivation und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter ernst. Dabei schaffen wir langfristige Perspektiven für unsere Partner und unsere Mitarbeiter. Wie diese Selbstverpflichtung zur Situation am eigenen malaysischen Standort passt, von Q-Cells kein Interview vor der Kamera. Beim Gewerkschaftsdachverband MTUC kennt man so ein Verhalten dagegen nur zu gut. Generell ärgert Präsident Mohamed Khalid Atan besonders, dass es immer wieder gerade große ausländische Konzerne seien, die es hier in Asien mit ihren eigenen Standards plötzlich nicht mehr allzu genau nehmen. Das ist so eine der Sachen, die ich einfach nicht verstehe. In dem einen Land weißt du dich zu benehmen, und wenn du in die andere Region kommst, weißt du es plötzlich nicht mehr. Das ist nicht die Sorte Arbeitgeber, die uns hier in Malaysia willkommen sind. Das ist die Entwicklung einer modernen Form der Sklaverei. Wir verlangen deshalb, dieses ganze Outsourcing-Modell, das Arbeiten mit Verleihfirmen, zu untersagen. Denn das führt zu neuen Formen der Sklaverei und ist absolut inakzeptabel. Eine moderne Form der Sklaverei. Beim Engagement in Malaysia verweist Q-Cells lieber auf die hochwirtschaftliche Anlage.